Hallöchen Leute, willkommen wieder zu einer weiteren Folge von Clash of Clans. Beim letzten Mal habe ich ja die Folge mit einem angefangen und eigentlich könnte ich das hier genauso wieder machen, denn beim letzten Mal war der Clan King noch am Laufen und was denkt ihr, was passiert ist? Was denkt ihr? Die Leute, die mein Clan-Lage-Video geschaut haben, wissen es bereits schon. Ja, wer hätte gedacht, wir haben verloren, logisch, also wer hätte was anderes gedacht, es wäre ja unfair gewesen, hätten wir mal gewonnen, aber okay. Ja, schauen wir uns einfach mal so ein bisschen die Statistik an, die heroischsten Angriffe, heroischste Verteidigung. Benutzte Angriffe haben die zwei mehr benutzt, die haben vier Angriffe mehr gewonnen. Das war aber sehr knapp, muss ich sagen. Zwar haben die mehr drei Sterne Angriffe geholt, es liegt aber auch daran, dass wir wahrscheinlich zu wenig Leute waren, weil am Anfang halt direkt ganz, ganz viele geliefert sind. Ja, dann kommen wir gleich mal zu den wichtigen Themen, die ich sagen wollte. Und zwar hatte, ich will jetzt den Namen nicht sagen, ich möchte jetzt keinen bestimmten ansprechen, derjenige weiß, wer gemeint ist. Und zwar meinte er halt, es sind halt viele wirklich aus dem Clan rausgegangen, ich kann gerne mal gucken, oder kann es gerne mal zeigen. Also hier die ganzen, die kein Symbol mehr haben, sind aus dem Clan raus, nach dem Clankrieg. Polo ist übrigens auch mal rausgegangen, ganz kurz, weil halt die ganzen Leute raus sind, wie Babaha, Oscar Gold, Grigonix, Wiesenken und so weiter. Das sind halt so die, ich sag mal so, die Standardleute von früher gewesen, die sind raus. Dann ist natürlich der Gruppenzwang, ich weiß, bei den Jüngeren ist es halt so, der Gruppenzwang ist da mehr vertreten, deswegen, er ist auch rausgegangen, ist aber dann später halt wiedergekommen, nachdem ich ihn nett gefragt habe, ob er nicht wiederkommen möchte, weil der Chat ohne ihn so leer ist. Ja, und dann wurde halt, ich weiß nicht, um 1.30 Uhr habe ich mich nochmal in die Kommentare reingesetzt und durchgegangen. Also ich warte immer so ein bisschen, bis die Dorfbewertungsvideos alle durchgeschaut wurden, gucke dann mir alle Kommentare durch und so weiter. Und dann kam halt auch von wegen, ja, der Clankriegs-Clan ist scheiße, ich soll einen Community-Clan machen und, ja, dass ich alles nur wegen dem Geld mache. Polo ist auch nur Stellvertreter geworden wegen dem Geld, glauben einige, weil jemand was gespendet hatte. Nein, Leute, ernsthaft. Wer sowas glaubt, der kann gerne gehen. Der kann gerne gehen, wenn er sowas von mir denkt und mich deswegen verurteilt, der kann gerne gehen. Es stimmt aber null. Würde ich es alles wegen dem Geld machen, würde ich eiskalt sagen, spendet mir 5 Euro, ansonsten kommt ihr nicht in den Clan rein. Tue ich sowas? Nein. Ich setze mich bis um 2 Uhr nachts, ich war sogar, glaube ich, bis um 4 Uhr wach und musste um 6 Uhr aufstehen zum Arbeiten. 4 Uhr wach am Kommentare beantworten und mir Gedanken machen und so weiter, wie ich hier weitermache. Ich habe in dem Clan-Lage-Video, könnt ihr euch gerne mal anschauen, das ist auch auf meinem Kanal, ist am 14. hochgeladen worden, 14. Oktober. Da könnt ihr euch gerne nochmal behören, sage ich mal, und vielleicht noch einen Kommentar abgeben, wenn ihr möchtet. Ja, und halt, dass es doof ist von mir, wenn ich den Community-Clan zu einem Clan-Kriegs-Clan ausbaue und die Community soll im Vordergrund stehen. Ich soll keine Clan-Wars so im Vordergrund haben und nicht Leute kicken, wenn sie keine Sterne kriegen und so weiter. Aber doch, Leute, muss ich leider. Es ist so, ich würde mich jetzt wiederholen. Schaut euch bitte das Clan-Lage-Video an. Da sage ich eigentlich den Großteil davon, was ich jetzt eigentlich auch noch sagen wollen würde. Deswegen, ich wiederhole es jetzt nicht. Ich verweise euch netterweise auf das Video, wäre toll, wenn ihr es gucken würdet, ansonsten, oder hören, ansonsten, ich kann euch natürlich nicht dazu zwingen, dann habt ihr halt leider ein paar Informationen weniger, und deshalb, also, dann noch die Frage, die hatte ich mir aufgeschrieben gehabt, Älteste, die meinten, warum keiner befördert wurde, außer Polo, und der wurde halt Stellvertreter. Ich habe ihn aus 7 Stunden Stellvertreter gemacht, weil ich einfach keinen Bock habe, die ganze Zeit den Clan zu verwalten. Das ist einfach so, ich bin von 6 bis 16 Uhr arbeiten und in der Zeit, während ich auf Arbeit bin, habe ich keinen Zugriff auf Clash of Clans, verständlich. Also wenn ihr arbeiten werdet, werdet ihr das auch nicht haben, jedenfalls nicht immer. Und Leute wollen angenommen werden, der Clankrieg muss gestartet werden. Ich kann freitags teilweise mal vielleicht nicht um 15 Uhr da sein, weil ich einfach weg bin. Und aus dem Grund habe ich einfach einen Stellvertreter gesucht. Polo ist bisher der, dem ich, sag ich mal, die meiste geistige Reife zutraue. Und wenn ich die Kommentare so lese im Nachhinein, war das auch eine sehr gute Entscheidung. Deswegen meine Frage, was bringt euch Ältester? Leute meinen so, ja, bitte befördere mich doch, wann wird man Ältester, wann wird man Stellvertreter und so weiter. Meine Frage, ich habe die tausendmal gestellt, ich habe nicht einmal eine Antwort bekommen. Warum wollt ihr Ältester sein? Was bringt es euch? Was bringt es euch, Ältester zu sein? Sagt mir mal ehrlich, ich habe bis jetzt noch nicht eine Antwort bekommen. Ich habe das jetzt 3 Monate lang oder so gefragt gehabt. Seitdem ich gefragt wurde, wie wird man bewertet, habe ich gefragt, was wollt ihr damit? Ich habe nie eine Antwort bekommen, nie.
Deswegen, solange ich keinen triftigen Grund dafür bekomme, werdet ihr auch keinen weiteren Ränge bekommen. Ich sehe schon, ich sehe in so vielen anderen Clans, ich wurde gekickt, alle wurden gekickt, der hat die Rechte missbraucht und nein, das kannst du vergessen. Sowas mache ich mir hier, das tue ich mir nicht an. Ich kenne, ich habe jetzt schon lange genug Online-Spiele gespielt. Ich war in jedem Online-Spiel, eigentlich in jedem Clan und habe überall gesehen, wo Rechte missbraucht wurden. Deswegen, ich gebe mir das nicht. Ich weiß, was passieren wird. Ich kenne euch, ich kenne das Internet, ich kenne die Leute aus dem Internet. Deswegen, nein, vergiss es. Also ich werde, außer ihr nennt mir natürlich triftige Gründe, dann werde ich natürlich gerne mal überlegen, ob ich mal jemanden Ältester mache oder so. Aber solange mir keiner einen Grund nennt, warum ich das tun sollte, werde ich das auch nicht tun. Deswegen, das mal zu diesem Punkt. Tja, auf jeden Fall gerne mal das Clanlager-Video anschauen. Das ist sehr interessant, muss ich sagen. Ich habe, eigentlich hatte ich gesagt, ein Kurzvideo und auf einmal waren 7 Minuten rum. Also das Reden liegt mir wirklich, muss ich sagen. So bei bestimmten Themen ist es wirklich nice. Aber kommen wir mal zum letzten Clankrieg zurück, genau. Wir werden weiterhin trotzdem wöchentlich Clankriege machen, auch wenn wir verlieren sollten. Das ist halt so, ich will trotzdem das Achievement haben. Irgendwann sollten wir auch mal gewinnen, das ist ein schönes Erfolgserlebnis. Wenn wir natürlich nur verlieren, das ist natürlich sehr deprimierend. Und Leute lieben dann auch immer wieder, das ist natürlich sehr ärgerlich. Aber wie ich schon gesagt hatte, in dem Clanlager-Video wirst du es nie allen recht machen können. Nie, niemals. Niemals, never ever. Und deswegen, ja, ich kann halt nur auf die 50%-Gruppe hören, der ich sozusagen angehöre. Ich versuche natürlich die anderen auch zu beachten, aber ja, ihr wisst schon. Okay, gucken wir trotzdem die Statistiken weiter. Wir haben 1,37 Sterne, das ist wirklich sehr, sehr knapp gewesen. 1,4 Sterne haben die pro Angriff geholt, wir 1,37. Und dann schauen wir uns einfach mal an. Wir haben keine heroische Verteidigung, das ist natürlich sehr interessant. Der heroische Angriff von Jannis, dann schauen wir uns den einfach mal kurz an. Er hat Only Drakes, Barbarenkönig, eine Klarburg und 3 Wutzauber. Das ist natürlich auch interessant. Ich mache ja meist immer ein Heilzauber, 2 Wutzauber. Weil Heilzauber finde ich natürlich sehr nützlich. Okay, Sachenstufe 2. Um Leute, okay, so kann das natürlich auch machen. Aber Heilung ist teilweise manchmal wichtiger, muss ich sagen. Aber jeder, wie er möchte, die hat es anscheinend geschafft, um heroische Verteidigung zu werden, heroische Angriff zu werden. Ja, die Klamburg hat dann natürlich vorhin nicht rausgelockt. Das ist natürlich sehr ärgerlich, weil jetzt kommen nämlich Level 6 Magier. Das war auch das Problem, glaube ich, bei den Gegnern. Die hatten Level 6 Magier gehabt und wir nicht. Wir hatten, ich weiß nicht, Level 3 oder Level 4 Magier. Also ich habe Level 4 Magier in die Bogen reingemacht, während andere halt Level 3 Magier oder, keine Ahnung, Bogenschützen drin hatten. Das ist leider ein bisschen fail, muss ich sagen. Und ich glaube, er kriegt nicht die 100%, kann das sein? Es sieht durchaus so aus und ja, er wird nicht die 100% kriegen. Er wird zwar eine ganze Menge kaputt machen, wird noch ein paar Ressourcen bekommen, aber die 100% wird er definitiv nicht zusammen bekommen. Schade eigentlich. Aber dafür, ja, Drachen habe ich auch so gemerkt. Only Drake-Taktik ist mittlerweile echt müllig geworden. Also auf höherem Level merkt man es. Die Gegner sind einfach viel zu stark. Die Luftabwehr ist einfach viel zu stark. Sagen wir es mal so. Deswegen werde ich demnächst, ich baue gerade meine Kaserne aus, meine dunkle Kaserne. Können wir uns gleich mal wieder auf mein Dorf konzentrieren, sobald wir hier ein bisschen durch sind. Okay, der Rest wird nicht mehr viel sein. Sprühen wir mal ein bisschen vor. Ich habe aktuell meine dunkle Kaserne geupgradet für 2,25 Millionen, glaube ich. Elixier war es gewesen. 7 Tage und dann kann ich Golems machen. Das finde ich schon mal sehr, sehr nice. Entweder Go YP oder Go WeWe werde ich als Angriff nehmen. Aber das werde ich dann spontan entscheiden. Erstmal brauche ich 2 Bohrer eigentlich gerne, damit ich halt eine konstante dunkle Elixier-Lieferung habe. So, dann schauen wir uns noch einen heroischen Angriff von Stardust an. Das war der Gegner gewesen anscheinend. Also war, glaube ich, nicht so interessant. Nee, ist ja der Gegner, ist egal. Ist der Gegner, interessiert uns nicht. Ist nicht mein Clan, also Wumpe. Ja, alle sehr schade, dass einige Kriegsereignisse, dass einige Angriffe sehr, sehr fail gelaufen sind, muss ich sagen. Tut mir natürlich leid für die Leute, die dann gekickt wurden. Ich habe auch schon gesagt gehabt, ich werde den Clan, wie gesagt, ein bisschen vielleicht umstrukturieren. Vielleicht mal wirklich wieder den Fokus auf 55% Community legen und 45% Clan War. Schauen wir mal. Ich habe ja, wie ihr seht, die Clan-Beschreibung schon auch schon angepasst gehabt. Ja, Starkiller leider 0 Sterne direkt gehabt, ist direkt geliefert nach dem einen Angriff. Hier sieht schon mal ganz nice aus. Gut, Porto, das ist zwar verständlich, aber es ist trotzdem ärgerlich. Er benutzt so viele Truppen und kriegt keinen Stern. Sehr, sehr ärgerlich. Aber ist halt gegen die Top 3 von denen, das ist einfach krank. Gilberto hat das gleiche, also sein Sohn. Der Slayer ist natürlich, das war der peinlichste Angriff überhaupt. Dafür hat er einfach den Kick nur verdient, das war einfach richtig so. Wenn man das nicht hinbekommt, diese Burg kaputt zu machen, dieses Dorf. Ganz gleich, ob da Internetausfall war, ob er von uns geschieden ist, ist egal. Du hättest diese Burg überfallen müssen, du hättest alles gleich am Anfang setzen müssen. Barbarenkönig das erste setzen,
Ich meine, und warum greifst du nur mit Barbaren und einem Barbarenkönig an? Das ist einfach nur provokant gewesen, das war unnötig und deswegen der Kick ist auf jeden Fall gerechtfertigt gewesen. Auch wenn mir Polo etwas zuvorkommend war, er hat ihn zuvor gekickt, als ich noch geschrieben habe. Schade eigentlich. Ich habe mich gefreut, aber okay, kann man leider nichts dran ändern. Er hat verkackt, aus diesem Grund werden wir auch die Gleiter an Klankriege verlieren. Ich weiß nicht, warum ich solche, ich sage mal, Menschen anziehe. Aber ja, Fred zum Beispiel hat es in seinem Clan nicht, meinte er mal zu mir. Ich weiß nicht, was ich da tue und die hat da leider auch wieder 0 Sterne. Irgendwas mache ich da anscheinend falsch und wir wurden hier die ganze Zeit zerlegt, zerlegt, zerlegt. Teilweise haben wir Verteidigung gewonnen, das ist natürlich sehr cool. Ja, auch wieder 0 Sterne. Teilweise wirklich sehr, sehr ärgerlich. Ja, kann man leider nichts dran ändern. Das war es wieder im Clankrieg gewesen. Kann man, wie gesagt, leider nichts dran ändern. Einfach Augen zu durch. Beim nächsten Mal wird es dann wahrscheinlich besser. Auch wenn wir das schon seit 27.000 Clankriegen sagen. Hoffentlich wird es irgendwann mal besser. Ja, wie ihr seht, wie gesagt, die Kaserne baue ich gerade aus. 5 Tage, 12 Stunden noch. Wir haben gerade nur noch 273 Edelsteine, was ich ein bisschen schade finde, weil ich booste sehr, sehr gerne die Kaserne in Livestreams. Ab und zu livestream ich halt so etwa zweimal die Woche. Habe ich mir so vorgenommen. Bisher einmal die Woche. Wenn ihr das Video seht, ich weiß nicht, ob ich am Mittwoch gestreamt habe. Wenn ja, dann hat es mich natürlich gefreut, dass ihr dabei wart. Hoffentlich. Und wenn nicht, dann könnt ihr den. Also wenn ich dabei war, dann könnt ihr den Livestream gerne auf meinem Kanal nochmal anschauen. Und wenn ich nicht gestreamt habe, dann werde ich das, weiß ich nicht. Also eigentlich würde ich gerne zweimal die Woche streamen, aber es ist wirklich hart, 2 Stunden halt nichts anderes zu machen als auf Clash of Clans oder halt vom PC zu sein. Das ist, ich mache ja, ich bin ja nicht die ganze Zeit vom PC, weil also ich spiele ja nicht die ganze Zeit. Ich nehme vielleicht 15, 30 Minuten auf, chill eine Weile, esse, mache andere Dinge, dann nehme ich weiter auf. Ist ja nicht so, dass ich hier 24 Stunden am Tag Spiele aufnehme und so weiter. Das ist es nicht. Und ich würde sagen, wir haben gerade eine Bartsch-Taktik ready. Und mir wurde gesagt, man könnte durchaus alle von diesen Dingern hier, alle von den Einzelspielermissionen mit Bartsch machen, zumindest bis zum weiteren Ende hin. Durchaus könnten wir das tun. Da ist also diese Map, glaube ich, durchaus. Deswegen würde ich sagen, starten wir das einfach mal. Ärgerlich, dass da so ein scheiß Mörser ist, der unglaublich stark ist. So, und dann auf geht's. Nee, das ist natürlich ungünstig. Ah, hier ist auch noch ein Schützenturm, okay. Wenn wir gleich schon mal die Kanone kaputt machen. Auf der anderen Seite, okay, haben wir auch noch einen Schützenturm. Wir machen auch kaputt, ganz kurz. Und ansonsten haben wir hier keine Schützentürme mehr. Werden wir den Barbarenkönig ganz kurz reinsetzen. Zur Not hätten wir auch noch einen. Ah, ich weiß nicht, der Börser schafft es nicht, den da hinten anzugreifen. Hätten wir noch eine Clanburg, wo auch noch ein paar Dinge drin sind. Ja, es ist halt doof, die laufen gerade außen rum. Das ist sowas von selten dämlich. Sowas von selten dämlich. Scheiße. Können wir mal ganz kurz nachhelfen, das Ganze hier kaputt machen. Ihr sollt reinlaufen jetzt, verdammt nochmal. Eieiei, ihr seid ein bisschen doof, ne? Minimal doof seid ihr schon. So, wir werden mal ganz kurz hier die. Ach, kommt schon. Wir müssen ganz kurz mal kaputt machen. Mein Dings ist gleich tot. Ich werde ganz kurz mal die Clanburg auch noch setzen, weil es wird langsam echt knapp. So, er wird natürlich alle Traps jetzt auslösen, versuchen. Ja, wir könnten mal versuchen. Einfach 2 Blitzzauber rein. So, kostet mich jetzt noch ein bisschen Elixier. Ja, aber es ist wert. Dafür, dass ich hätte sogar da keinen gehabt. Mein anderen Bogenschütze da hinten macht es immer noch kaputt. Ja, mache ich zwar Blitzzauber wieder, aber ich habe 150.000 bekommen. Also schon mal auf jeden Fall definitiv wert gewesen. Wieder 3 Sterne dazu bekommen, also hat sich eigentlich gelohnt. Deswegen finde ich das ganz in Ordnung, dass ich das mal wieder geschafft habe. Gucken wir mal, morgen werde ich, also in den folgenden Parts, werde ich wahrscheinlich wieder ein paar neue Angriffe starten. Ein paar wahrscheinlich Fail-Angriffe. Und zwar habe ich ja wieder ganz, ganz viele Tipps bekommen gehabt, oder einige Tipps bekommen. Außerdem, wenn ihr, ich hatte es beim letzten Mal schon gesagt, wenn ihr ein paar Angriffsstrategien habt, die ich ausprobieren soll, dann gerne her damit. Also ich habe hier noch ein paar Angriffsideen, zum Beispiel Drachen und Ballons, ein Heilzauber, 2 Wutzauber, only Drachen mit Wutzauber, 16 Riesen, 8 Mauerbrecher, 24 Barbaren, 20 Magier, 2 Heilzauber, ein Wutzauber, only Lakaien, 20 Ballons. Und ich habe so viele Angriffsdinge noch, die ich probieren kann. Only Schweinereiter, oh, das wird teuer. Die Banane, alle Truppen. Valentin Becker hatte mir heute sogar noch geschrieben, 2 Drittel Walküren, beziehungsweise, achso, Walküren ist ja richtig gewesen, 1 Drittel Magier und 3 Heilzauber. Ist natürlich auch sehr interessant, muss ich sagen. Ist natürlich sehr teuer, weil die Walküren kosten ein dunkles Elixier.
Man muss sich mal ganz kurz angucken. Die kann man ja hier schon, glaube ich, bauen. Ne, kann man doch nicht. Die Valkyren kosten 70 dunkles Elixier. Hm, gut, das ist jetzt nicht ganz so. Weiß gar nicht, wie viele Wohnraum haben die? 5, ne? Oder 5 oder 10 oder so? 8 Wohnraum, okay. Ja, auf jeden Fall ein, 2 Drittel Valkyren. Das sind dann also, ja, weiß ich nicht, ein paar. Paar sind das. Ich werde das dann später ausrechnen. Auf jeden Fall bin ich gespannt. Auf jeden Fall könnt ihr euch, ja, freuen über neue Angriffe dann beim nächsten Mal wieder. Barbarenkönig wird dann natürlich immer mit dabei sein. Also ich werde den Barbarenkönig wahrscheinlich immer mitsetzen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde hier auf jeden Fall weiter die Verteidigung abbauen, upgraden. Ich baue hier gerade die Tesla aus. Ich baue hier gerade, die Kanone ist auf Level 9 jetzt. Die wird auch gerade auf Level 9 abgegradet. Morgen, ich muss auf jeden Fall livestreamen, weil ich muss ja Power farmen irgendwie. Ich brauche ja irgendwo Gold her, weil ich habe ja nichts mehr, wie ihr seht. Ich habe heute sogar schon, aufgrund von Ressourcenmangel habe ich sogar eine Mine ausgebaut. Muss ja auch irgendwann mal sein. Trotzdem ist es ärgerlich, wenn ich eine Goldmine ausbauen muss. Macht aber nichts. Ich denke mal schon, dass ich Mittwoch den Livestream gemacht habe. Auf jeden Fall, ja, werdet ihr sehen. Beim nächsten Mal werden wieder ein paar Angriffe gestartet. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und bis zum nächsten Mal bei Clash of Clans. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Gerne eure Meinung in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal dann. Bye, bye.